Psychologisch, jetzt lernst du dich kennen. Herzlich willkommen, eine weitere Folge heute zum Thema Stress oder Erfüllung. Du kennst wahrscheinlich das Sprichwort, Stress hat man nicht, sondern Stress macht man sich. Nun, ich erläutere gerne heute etwas zum Thema Stress, wie wir alle Stress haben, wie wir alle Stress erleben und was es für eine andere Option im Umgang mit sich und dem Leben geben könnte, um erfüllt und nicht gestresst unterwegs zu sein. Wichtig ist, dass wir dabei mal klar differenzieren, dass, wenn wir von Stress sprechen, das im Prinzip eine Belastung ist. Einen positiven Stress, einen sogenannten Eustress, über einen kurzen Zeitraum ist durchaus gesund. Das kennen wir alle, wenn irgendwie etwas ansteht, ein Test, eine Herausforderung oder vielleicht auch ein Wettkampf, ist ein kurzzeitiger Stress durchaus im Paket Menschsein mit einbegriffen. Wenn aber Stress zum Dauerzustand wird, wird er zum sogenannten Distress. Und Distress wirkt nicht nur gesundheitsschädigend auf unseren Körper, sondern hat einen mentalen Einfluss, aber auch einen emotionalen Einfluss auf unser System. Grundsätzlich ist wichtig dabei zu wissen, dass wir uns, dem Leben, nicht einfach ausgesetzt sind, sondern dass wir mit unserer Haltung, mit unserem Unterwegssein Stress oder eben Erfüllung beeinflussen können. Ich habe das hier simpel dargestellt. Auf der einen Seite die Stressseite, auf der anderen Seite die Erfüllungsseite. Nun, wie kann ich das simpel beeinflussen und was passiert eigentlich, wenn ich mich tagtäglich einfach stresse? Nun ist es so, Stress entsteht über eine interne Haltung, das ist eine mentale Haltung. Sogenannte einschränkende Gedanken. Das kennen Sie garantiert vom Standpunkt her. Ich muss noch, ich sollte doch, warum habe ich wieder nicht, was denken andere von mich? Ist meine Arbeit gut genug? Und da entsteht ein Hamsterrad zwischen unseren Ohren, das mit der Zeit echt anstrengend wird. Und vor allem erzeugt es Probleme. Wir gehen also in eine Problemhaltung und dann ist es nicht verwunderlich, wenn ich vom Prinzip her intern damit einen Konflikt schaffe und der Konflikt geschieht emotional. Das heißt, ich bin in einer defizitären Haltung. Was mental dann auslöst, dass ich eben vielleicht nicht genüge, es zu wenig gut mache, vielleicht auch nur zu wenig beliebt bin. Diese Dynamik führt dazu, dass ich immer mehr in den Kopf gehe und versuche, Stress ist eine Belastung, die Situation zu kompensieren, was das Problem eigentlich noch mehr verstärkt. Auf der emotionalen Ebene beginne ich dann, meine Gefühle zu ignorieren. Ich beginne, meine Gefühle zu verdrängen. Oder vielleicht auch zu unterdrücken. Dies geschieht auf der Gefühlsebene. Ich nehme mich immer weniger wahr und versuche immer mehr zu funktionieren, zu entsprechen, im Hamsterrad einfach Vollgas durchzutreten. Wie gesagt, kurzfristig kann das noch erträglich sein. Längerfristig führt das tatsächlich zu immer mehr Problemen, weil der intern geschaffene Konflikt führt, die Welt und das Leben ist immer Spiegel, führt dann dazu, dass dieser Konflikt mir auf der Bühne des Lebens vorgeführt wird. Und das verstärkt dann nur die Probleme, die ich dabei erlebe. Solche Situationen kennen Sie garantiert alle.
Nun ist das so, das muss so nicht sein. Wir haben die Wahl, wie wir gedenken, mit uns selber umzugehen. Wenn ich nichts dazu beisteuere und mein Bewusstsein nicht nütze, in eine andere Dynamik zu kommen, ist dann hier im Stress nur die Frage, wann ich selber unter Stress zusammenbreche oder die Gesundheit mir einen Strich durch die Rechnung macht. Das muss so nicht sein, sondern wir haben alle die Möglichkeit, erfüllt unterwegs zu sein. Natürlich verrate ich hier auch das Geheimnis, wie das denn gehen sollte. Grundsätzlich ist es so, dass wir zu viel denken und im Denken vergessen, uns selber Aufmerksamkeit zu schenken, uns zu fühlen. Das heißt, unsere Gefühle wahrzunehmen. Das wäre dann auch der erste Schritt, aufmerksam mal unsere Gefühlswelt zu ergründen. Oder einfach gesagt, unsere Gefühle zuzulassen. Nicht bezogen, was der Stress in uns auslöst, sondern was der Auslöser für den Stress ist. Uns dann auf diese Gefühle einzulassen. Was löst den Stress wirklich aus? Welche Situation, welche Gegebenheit, welche Beziehung versuche ich so zwanghaft gerecht zu werden? Wo versuche ich dermaßen angestrengt, mich zu beweisen? Das ist von daher wichtig, dass ich mir dann erlauben kann, einen anderen, einen neuen Umgang mit der Situation zu finden. Mir zu erlauben, konstruktiv mit der Situation umzugehen. Sprich, dass ich mir erlaubende Gedanken zulasse. Nicht wie auf der Stressseite, ich kann doch nicht, ich muss unbedingt, ich darf nicht, sondern erlaubende Gedanken bedeuten, sich seine eigenen Gefühle ernst zu nehmen, diese gut wahrzunehmen und dann darauf zu reagieren. Das bedeutet Umgang mit meinem Selbst. Zu reagieren bedeutet dann, Lösungen zu suchen. Wie manövriere ich mich geschickt wieder aus dieser Situation heraus? Wie kann ich anders mit der Umwelt, ja, mit den Umständen umgehen? Und das ist essentiell wichtig, euch selbst wieder gerecht zu werden, statt wie auf der Stressseite ständig anderen gerecht zu werden. Es euch recht zu machen, statt den anderen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Egoismus ist immer, ich will was auf Kosten der anderen. Das heißt, ist eine Form von Manipulation. Ich mache nichts und manipuliere die anderen dafür, dass es mir gut geht. Das ist Egoismus. Erfüllt im Leben unterwegs zu sein, bedeutet die Verantwortung für die eigenen Aufgaben wahrzunehmen. Mit einer erlaubenden Haltung unterwegs zu sein und ist dann das Prinzip Selbstfürsorge. Sorge zu tragen für mein Selbst. Ja, das braucht Mut, sich mal durchzusetzen. Das braucht Mut, für sich, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen und mit Klarheit sich selbst über die innere Klarheit entgegenzutreten und mit dieser Haltung dann auch der Welt und den Mitmenschen entgegenzutreten und für sich selber sich einzusetzen, für seine Erfüllung sich einzusetzen. Nun, wenn du dich fragst, ja, wie geht das dann genau und wie kann ich mir das erarbeiten? Kein Problem. Es gibt die Variante, autodidaktisch viele Bücher lesen und viel, viel Arbeit investieren. Es gibt auch eine einfache Variante, indem du dir ein Coaching, eine Beratung oder ein Seminar bei Be Yourself, bei mir, reinziehst, das
unterstützt dich in deiner Selbstermächtigung. Wenn du der Meinung bist, hey, ich will raus aus dem Stress, hin in die Erfüllung, nun, dann mach dich dran. Von nichts entsteht auch nichts. Von daher, wenn es dich interessiert, schau mal auf der Homepage beyourself.ch nach. Da findest du alle meine Angebote. Viel Spaß beim Nachwirken lassen von der Thematik. Bei Fragen einfach melden. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, likest oder weiterleitest. Bis demnächst zur nächsten Folge Psychologisch. Jetzt lernst du dich kennen.